Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal Krotos Computer mit dem Clickstra Top 1800 Gaming PC für 1850 Euro. Zuerst möchte ich nur erwähnen, Clickstra, der Name kommt nicht irgendwo her. Das ist ein Hardware-YouTuber, der aber in letzter Zeit nicht mehr so aktiv ist. Der hat aber teilweise richtig gute Aufrufe hier erzielt, also über 500.000. Aber irgendwie in letzter Zeit passiert ja nicht mehr viel. Egal, die Partnerschaft ist trotzdem scheinbar noch da und deswegen schauen wir uns den jetzt mal an. Zuerst zu dem Bild. Das Bild ist absolut kein Fake, das ist einfach nur das Gehäuse. Mit dem Lüfter, der auch dabei ist. Der ist wirklich mit dabei. Den packt Shakun so mit da rein, das passt soweit. Kommen wir auch direkt zum Gehäuse. Das ist das Shakun SK3 RGB Glasfenster für 34,99 €. Ja, in einem 1850-Euro-PC ein Case zu nehmen, was 35 Euro kostet, finde ich schon ziemlich hart. Ich habe mir dazu mal ein Video angeguckt, das ist jetzt nicht schlecht oder so, der Airflow ist auch gegeben, auch wenn das hier vorne so blank aussieht, der hat an der Seite Lüftungsschlitze. Ich habe mir mal so ein bisschen angeschaut, wenn er auseinandergenommen wird, wie der dann genau da arbeitet mit der Luft und so. Das passt, klar, es passen auch alle Komponenten rein. Das Kabelmanagement ist nicht so geil, weil das ist auch so eine bauchige Seitenplatte. Das heißt, ihr habt nicht ein schön glattes Gehäuse, sondern das ist so ein bisschen ausgestanzt, ausgedrückt, damit die Kabel eben dran herpassen. Finde ich nicht so toll. Ansonsten ist es natürlich zweckmäßig, nur ich hätte mir in der Preisklasse auf jeden Fall ein besseres vorgestellt. Aber das nehmen wir jetzt einfach mal so mit. Und das kostet 34,99 € bei Alternate. Als Prozessor haben wir einen AMD Ryzen 5 5600X 6x3,7 GHz. Den hatten wir jetzt schon so oft, brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Hat eine TDP von 65 Watt, 6 Kerne, 12 Threads, unterstützt 3200 MHz RAM. Ist natürlich zum Zocken Top-Prozessor. Zum Streamen auch, wenn ihr eben über die Grafikkarte rendert. In dem Fall geht das, weil eine gute Grafikkarte drin ist. Ansonsten, wenn ihr über den Prozessor rendern wollt, ist nicht so die geile Idee. Und der kostet 259 Euro bei Mindfactory. Als Grafikkarte bekommen wir den Nvidia RTX 3070 8 GB. Ja gut, auch hier wieder das Thema, man weiß nicht genau, was man bekommt. Es kann eine Founders Edition sein, eine von Asus, Gigabyte, MSI. Also ihr wisst nicht genau, welche ihr da bekommt. Wir nehmen jetzt einfach mal die Asus Dual GeForce RTX 3070 V2 OC LHR. Die ist die günstigste aktuell auf dem Markt. Ist eine gute Grafikkarte, die 3070. Danach kommt noch die 3070 Ti, 3080, 3080 Ti, 3090. AMD hat natürlich auch noch Karten. Mit der Grafikkarte kommt ihr erstmal klar, auch für AAA-Titel. Ihr könnt jetzt aber nicht erwarten, dass ihr in 4K da alles wegrotzt. Das funktioniert nicht. Selbst in WQHD auf 144 Hertz, je nach Spiel, wird es dann doch ein bisschen knapp. Klar, für Valorant und so reicht das ganz, ganz locker. Kommt ihr aber auf die Idee, AAA-Titel wie Watch Dogs oder so zu spielen, dann wird es schon ein bisschen eng, wenn ihr 144 Hertz auf WQHD zum Beispiel irgendwie erreichen wollt. Ich packe euch noch einen Link in die Videobeschreibung für einen FPS-Test. Das könnt ihr euch dann anschauen, was die so erreicht in Kombination mit dem Prozessor. Und die kostet 929 Euro bei Equipper. Dann haben wir G-Skill Aegis RAM, 16 GB DDR4, 3000 MHz CL, 16 Kits, 2x 8 GB. 16 GB ist in der Preisklasse natürlich noch in Ordnung, 3000er ist natürlich schon schade, weil der Prozessor offiziell 3200 unterstützt, den könnt ihr sogar mit 3600 laufen lassen, also 3000 finde ich schon ein bisschen, ist nicht so mein Fall. Der Aegis sowieso nicht, da hätten wir öfter jetzt Defekte mit, deswegen, ich stehe da nicht so drauf. Die Ripshots sind in Ordnung, die Trident Z auch, der Aegis, der macht öfter mal Probleme, ist so die Erfahrung aus unserer Community. Es gibt auch andere RAM-Speicher, die Probleme machen, aber der sticht besonders heraus. Ansonsten Dual-Channel ist soweit okay und der kostet 55,90 € bei Mindfactory. Dann bekommen wir dazu ein MSIB 550-A Pro Mainboard. Ja, da kann man sagen, das ist in der B550er Chipsatzreihe so das Einsteigerboard. Ja, das ist soweit eigentlich schon mal okay. Es ist auch kein Micro-ATX oder so. Das hat er soweit gut reinkonfiguriert. Ihr habt gekühlte Spannungswandler, ihr habt 4 RAM-Bänke, könnt ihr später noch erweitern. M.2 SSD kann hier eingebaut werden. Hier ist die Grafikkarte dann. Den Slot könnt ihr wahrscheinlich sogar noch benutzen, zum Beispiel für eine WLAN-Karte, Capture-Card, USB-Erweiterungskarte, was auch immer ihr da reinschmeißen wollt. Hier unten kann noch eine M.2 SSD rein. Was die Anschlüsse angeht, haben wir hier 7.1, allerdings ohne Toslink, USB 3.1 Typ C, USB A 3.1, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, Netzwerkanschluss. Wie immer, DisplayPort HDMI werdet ihr hier nicht benutzen können, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat, PS/2 Anschluss und ein Flash-BIOS-Button. Alles in allem ist es ein grundsolides Board. In der Preisklasse hätte ich mir vielleicht ein Aorus Elite oder Aorus Pro sogar gewünscht, vielleicht auch ein anderes MSI-Board, zum Beispiel das Gaming Edge oder so. Aber es reicht natürlich erstmal aus, zumindest kein Micro-ATX, finde ich in Ordnung. Und das kostet 104,97 € bei Mindfactory. Als SSD bekommen wir eine Crucial P2 1 TB M.2 PCI Express SSD. Ja, ist jetzt nichts Besonderes, ist wie eine Kingston A2000 oder so. Ist einfach eine PCI Express 3.0 Platte. Lesen 2400 MB die Sekunde, schreiben 1800 MB die Sekunde. 1 TB in der Preisklasse auch völlig in Ordnung. Und die kostet 74,80 € bei Mindfactory. Als CPU-Kühler bekommen wir einen LC Power Cosmocool LC CC120 ARGB Pro. Der hat eine TDP von 180 Watt, was soweit auch erstmal in Ordnung ist. Ich habe allerdings gehört, auch von unseren Beratern, die hatten das teilweise schon verbaut, dass der ziemlich laut wird.
Der kann natürlich die Wärme abtragen. Wenn ihr aber ein leises System wollt, geht vielleicht auf eine Wasserkühlung oder auf zum Beispiel einen Dark Rock von Be Quiet oder ähnliches. Da habt ihr auf jeden Fall, was den Sound angeht, beziehungsweise die Lautstärke, bessere Ergebnisse. Ansonsten für das System reicht er natürlich aus und er kostet 30,03 € bei Mindfactory. Als Netzteil bekommen wir Be Quiet Pure Power 11 500 Watt. Erstmal ist es okay, dass er einen Pure Power 11 genommen hat und kein System Power, weil die System Power ordne ich immer so ein bisschen in Bürosysteme ein. Das ist halt die Einsteiger-Netzteilklasse bei Be Quiet. Die Pure Power sind schon ein bisschen besser. Es ist auch nicht modular oder so, finde ich auch schade. Hat immerhin 80 plus Gold-Zertifizierung, 5 Jahre Garantie. 500 Watt sind für dieses System aber ausreichend, klar. Aber wenn ihr später erweitern wollt, zum Beispiel sagt euch irgendwann, ich will eine 3080 Ti oder so, dann wird es schon sehr eng. Ihr kommt nämlich hier auf eine errechnete maximale Leistungsaufnahme von 378 Watt. Empfehlung ist dann 500 Watt Netzteil. Okay, ihr seid aber bei 50% Auslastung immer noch am effizientesten, um diesen Goldstandard, sag ich mal, zu erfüllen. Sagen wir, ihr habt ein System mit 350 Watt maximaler Leistungsaufnahme, nehmt ihr ein 700 Watt Netzteil, seid ihr genau bei 50% und dann wird es auch nicht so warm, nicht so laut und ist sehr effizient. Nichtsdestotrotz passt es natürlich, ich hätte mir aber auch in dieser Preisklasse auf jeden Fall ein größeres Netzteil gewünscht und ich sage das jetzt immer so oft, weil wir gleich mal auf diesen Preis schauen, der dabei rauskommt. Und das kostet 60 € bei Mindfactory. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis, hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das ist natürlich beliebiger Hersteller, deswegen haben wir jetzt die Asus Dual genommen, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil und da kommt auf den Gesamtpreis von 1548,69 €, das System soll kosten 1850. Ihr seid also, was das System angeht, 300 € teurer als Selbstbau. Wohlgemerkt, wie gesagt, die kommen an die Teile noch günstiger dran, ja? Weil die haben ja andere Einkaufspreise, wir rechnen jetzt immer Endkundenpreise. Für diese 300 € zieht ihr 150 € fürs Zusammenbauen ab, wenn ihr das über Mindfactory bestellt, dann habt ihr immer noch 150 € Luft, könnt dadurch ein besseres Board nehmen, besseres Gehäuse, vielleicht, weiß ich nicht, noch ein paar Luftkühler rein, wie ihr gerne möchtet. Deswegen, ich würde es so nicht empfehlen. Ihr kommt auf jeden Fall günstiger dran und sei es auch Argando, CSL oder Dubaro oder so, die kriegen diese Konfiguration auf jeden Fall günstiger. Ihr müsst da mal schauen, könnt ihr ja mal vergleichen. Vielleicht packe ich auch noch einen Link unten in die Beschreibung von irgendeinem Hersteller, der dieses System auf jeden Fall oder sogar verbessert für den Preis dann anbietet. Also das ist auf jeden Fall zu teuer. Ich würde es so nicht empfehlen. Jetzt ist es natürlich so, wir haben jetzt hier einen Clixtra-PC. Sprich, der hat eine Partnerschaft mit denen, der kriegt ein bisschen Geld dafür und so. So läuft es normalerweise, so ist es halt. Und wir dachten uns, wir machen jetzt mal einen Vergleich. Wir nehmen Krotos Computer, CSL und eine Geizhalsliste. Wir haben jetzt einfach mal hier so random ein System zusammengestellt, wo man die Komponenten auch einigermaßen gut bei Krotos und CSL findet. In dem Fall haben wir eine Samsung SSD genommen, einen Ryzen Prozessor, Corsair RAM, eine Zotac Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, Wasserkühlung und ein Netzteil. Da seid ihr bei 1461,40 €. Bei CSL seid ihr bei 1667,40 €. Gut, das ist noch irgendwo im Rahmen. Ihr würdet es natürlich bei Mindfactory immer noch billiger kriegen, aber den Fuffi dann noch Luft, also 200 € insgesamt mehr kosten, kann man noch vertragen. Und dann kommt Krotos mit 1993 € im Konfigurator. Nochmal zum Vergleich, Geizhals 1461, Krotos 1993 mit fast den gleichen Komponenten, fast. Die haben anderen RAM und eine andere Wasserkühlung. Das ist der RAM, den wir in der Geizhalsliste haben und das ist der von Krotos. Da habt ihr 25 €, die ihr quasi von einem Krotos-Preis noch abziehen könnt. Dann haben wir hier die Wasserkühlung aus der Geizhalsliste und das ist auch der von Krotos. Da könnt ihr nochmal 22 € abziehen. Jetzt rechnen wir mal dann bummelig 50 € für die teils besseren Komponenten, die hier in der Liste haben. Der Rest ist gleich. Da seid ihr bei 1943, 1461. Viel zu teuer. Also, der Clixtra-PC ist zu teuer und der Konfigurator ist zu teuer. Wenn ihr möchtet, kann ich natürlich noch einen normalen PC nehmen, der jetzt nicht irgendwie verpartnert ist, was ich ja mit dem Konfigurator gerade auch schon gemacht habe. Das war einfach so ein Grund-PC, den haben wir so ein bisschen konfiguriert, mal geguckt und so und dann passte das soweit. Und selbst der war dann zu teuer. Deswegen, wenn ihr jetzt sagt, wir möchten aber auch einen Gamer-PC sehen, da wo jetzt nicht Clixtra oder Konfigurator ist, dann mache ich das gerne auch noch, klar. Aber so kann ich jetzt sagen, der ist auf jeden Fall zu teuer, der Laden. Wie gesagt, ihr bekommt es woanders einfach günstiger. Sei es Dubaro oder Argando, selbst CSL haben wir ja gerade gesehen. Hier im Konfigurator, wenn wir die 50 € abziehen, 1943, 1667. Ja, könnt ihr auch direkt bei CSL kaufen. Kommt aufs Gleiche raus. Ist die gleiche Hardware. Bis auf die beiden Komponenten, was ich eben gesagt habe, wo wir den Preis auch schon abgezogen haben. Also, Fazit, in dem Fall jetzt zu teuer, bestellt da am besten nicht. Ihr kriegt für euer Geld auf jeden Fall noch bessere Komponenten oder eben das ganze System günstiger, was ihr jetzt hier seht. Ich werde die Systeme auch verlinken. Ich packe auch den Geizhals-Warenkorb mal rein, dann könnt ihr das für euch auch gerne nochmal vergleichen, wenn ihr das möchtet. Und als nächstes kann ich schon mal ankündigen, schauen wir uns Mad Gaming an. Da wurde nachgefragt, wurde auf Discord dann reingeschrieben als Anfrage für einen PC, den ich vielleicht mir mal angucken kann. Das machen wir auch gerne. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.